Oh yeah, Mazda Production. Oh yeah. Nur noch Aldi, Bratan, ich trag nur noch Aldi. Komm in deine Stadt mit meinen Brüdern Massi und Moni. Diese YouTube ist ne Kachba und ich spreng die Pussy. Nur noch Aldi, Bratan, ich trage nur noch Aldi. Hurra! Was geht ab, Freunde? Ich bin's wieder, Mazda, euer bester Freund. Heute in diesem Video geht es um Kapital und seinen Beef mit Gucci. Viele hatten mich darauf angeschrieben. Es ist wohl ein krasser Beef zwischen denen entstanden, weil Gucci ein neues Model eingestellt hat. Dieses Model ist halt extravagant und er hat wohl das Motto von Seiten Ziffer falsch aufgefasst und hat nicht die Seiten auf Ziffer gemacht, sondern genau das andere Stück, was nicht auf Null sein muss, hat sich hier halt komplett eine Glatze gemacht und sieht halt mega awkward aus, mega schlimm. An für sich habe ich kein Problem mit Menschen, die gegen den Strom fließen, und ich will jetzt auch nicht komplett auf diesen Typen eingehen. Gucci ist halt für ihre Schrillheit und für kranke Aktionen bekannt, Freunde. Die sind einfach dafür bekannt, und das hat aber Capital Bra, der halt immer und immer wieder diese braune Gucci-Kappe trägt, was ihm auch mittlerweile so viele Jugendliche nachmachen. Ja, das ist so eine Art Markenzeichen von ihm. Und das hat wohl Capital Bra angegriffen. Er hat sich dadurch angegriffen gefühlt und kann sich nicht mehr mit Gucci identifizieren. Und die haben ja nicht nur ein Foto mit diesem Typen hochgeladen, mit diesem neuen Model, sondern mehrere. Wir gehen gleich auch noch weiter ins Detail ein, wie das Ganze jetzt ins Rollen geraten ist. Die Frage, die mir aber viele gestellt haben, ist: Auf wessen Seite stehst du? Auf Capitals Seite, oder findest du das eher schlimm und politisch unkorrekt von ihm, dass er so gegen dieses Model vorgeht und ihn Peach nennt und also was so viel heißt wie Bastard und halt diese ganze Gucci-Firma frontet damit? Konstruktive Kritik. Und Capital Bra, sein Kommentar halt zu diesem Model hat halt so eine Lawine ins Rollen gebracht. Leute wie Mois haben sich darüber lustig gemacht und so Verarsche davon hochgeladen mit Capis Gesicht drin. Sag Wallah. Nichtsdestotrotz, Freunde, ja, auch wenn jetzt viel Hate Richtung Capi geht, weil die halt sagen: Ja, lass den doch, ob der nun schwul ist, was juckt dich das? Oder: Ist doch scheißegal, wie er die Haare hat, was juckt dich das, was geht dich das an? Besser als einen Rapper dazu haben als Model, der Drogen verherrlicht und Alkoholkonsum, Gewalt und Frauenverachtung. Wisst ihr, das war alles halt in Richtung Capi geschossen. Ihr könnt euch gerne die Kommentare unter den Bildern durchlesen. Da ist eine Menge Hate, ja. Da sind viele Anhänger von Capi, aber auch eine Menge, die ihn halt versuchen, ins schlechte Licht zu rücken. Und ihr wolltet halt meine Meinung dazu wissen. Auf der einen Seite dieses Model. Soll er tun und lassen, was er will. Aber in irgendeiner Art und Weise repräsentiert Capi ja auch diese Marke. Ich an Capitals Stelle würde die Kappe einfach nicht mehr tragen und muss hier ehrlich zugeben, dass ich ihm Rücken gebe, nicht wegen dem, was er geschrieben hat, sondern dass er überhaupt was geschrieben hat. Dass ihm dieses ganze Hate, dass ihm diese ganze Verachtung scheißegal ist und er frei seine Meinung ausspricht. Und sowas gibt's viel zu selten da draußen. Nein. Doch. Ah. Und es ist scheißegal, was für eine große Fanbase der hat. Dann hat er das gute Recht dazu, seine Meinung frei zu äußern. Ganz egal, ob ihr Präsident von Deutschland seid, Bundeskanzlerin von Deutschland, was auch immer. Ihr habt das Recht, eure Meinung zu äußern, und er hat es einfach gemacht. Und das liebe ich an ihm, weil er einfach ehrlich ist. Er ist noch ein Mensch, der sich noch nicht gebeugt hat der kompletten Gesellschaft und über jede Aktion, die er macht, nachdenkt. Wie diese ganzen schmierigen Schauspieler da draußen oder A-Promis in Deutschland, die man so kennt, die bloß nichts Falsches sagen dürfen. Die zum Beispiel, anstatt zu sagen: Ja, mein schwarzer Schauspielkollege, sagen: Mein afroamerikanisch-dunkelhäutig pigmentierter farbiger schwarzer Resho-Kollege. Dann wollt ihr mich verarschen? Wie viel politische Korrektheit wollt ihr noch einfließen lassen? Man muss aufpassen, ob man zu einem Behinderten sagt Behinderter. Man muss aufpassen, ob man zu einem Schwulen sagt Schwuchtel. Man muss aufpassen, ob man zu einem Kleinwüchsigen sagt Zwerg. Wollt ihr mich verarschen? Jeder Mensch ist Mensch. Mensch ist Mensch, Leute. Ist doch scheißegal, welche Hautfarbe der hat. Und man sollte doch jeden Menschen auch gleich behandeln. Und nicht immer wieder versuchen, ihn so zu behandeln, als wäre er was anderes, schrägstrich Besonderes, nur damit man ihm nicht zu nahe tritt. Und das ist doch genau falsch. So distanziert man doch diese Menschen von den normalen Menschen. Und wer ist heutzutage schon normal? Deswegen hier an dieser Stelle, ich stehe hinter Capital Bra. Ich finde das gut, was er da gemacht hat. Ich finde das gut, dass er seine Meinung geäußert hat. Capi, sehr starke Aktion von dir. Das feiere ich unnormal. Das würde ich auch von vielen anderen bekannten Leuten da draußen in Deutschland erwarten und wünsche es mir auch, dass die so offen sind, dass die offenkundig ihre Meinung kundtun und keine Angst haben vor dem Hate, der danach kommen könnte.
Weil irgendwann wird es echt so sein, dass bevor ihr einen Satz schreibt auf Instagram oder Twitter oder irgendwo anders, müsst ihr erstmal 5 Anwälte kontaktieren, die euren Satz umschreiben in einen Roman von 3 Seiten, bloß, dass ihr niemandem zu nahe tritt. Wisst ihr, was ich meine? Digga, und so eine Welt will ich gar nicht haben. Was ist denn eure Meinung? Zu wem haltet ihr? Zu Capital Bra? Oder findet ihr eher, dass Gucci im Recht ist? Weil die haben sich ja auch hart dadurch angegriffen gefühlt. Schreibt mir mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Und Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt sauber, bleibt real. Und denkt immer daran, in jedem von uns steckt ein kleiner Mazdak.